Es haben sich 7 Vogelfreunde zusammengefunden. Ein Anlass war ein neues Vogelschutzgesetz. Das Ziel der Leute, die diese Gesellschaft gegründet haben, war zu verhindern, dass das Fangen von heimischen Vögeln für Subenzwecke, also für Käfigzwecke, verboten werden sollte. Diese Gesellschaft hatte eigentlich 2 Schwerpunkte. Das eine war, sie wollten wandern und durch das Wandern in der Natur die Freude an der Natur erhalten. Und das zweite Ziel war, sie wollten sich um Vögel kümmern. Ein Meilenstein ist dabei zum Beispiel, dass der Verein ein neues Gesetz zum Schutze der Tiere und Pflanzen verfasst hat. Und das galt damals als das modernste Gesetz zum Schutz von Tieren und Pflanzen, was es in ganz Deutschland gab. Und das erste Naturschutzgebiet in Bremen ist ja erst kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Sodensee hier eingerichtet worden. Das war damals eine Heidefläche. Arme Leute, die haben dort regelmäßig Birkenbusch für Besen geerntet. Dort wuchsen eine große Zahl seltener Pflanzen. Und da hat die Naturschutzbehörde gesagt, da darf jetzt nichts mehr passieren. Und dann dachten sie, das wäre so typischer Naturschutz, wenn man das sich selbst überlässt. Und die Folge war, dass innerhalb weniger Jahrzehnte die seltenen Pflanzen verschwunden sind. Die Bremer Naturschutzgesellschaft war für meine Eltern und für die ganze Familie sehr wichtig. Mein Vater war 1940 eingetreten und ich glaube, das war für meine Eltern auch so eine Gegenwelt zu dem nazibestimmten Leben. Am Wochenende mit den Freunden meiner Eltern war das also ganz klar. Natur und Singen und zu Hause gab es handgewebte Tischdecken und sowas. Als ich Mitte der 60er Jahre Landschaftswart von Borchfeld wurde für die Naturschutzbehörde, da war man als Naturschützer so Spinner oder Idealist. Also so ganz furchtbar trockene und weltabgeschiedene Vogelkundler waren das nicht. Die betrieben auch einiges an Geselligkeit. Und wir haben uns da kennengelernt bei einer Silvesterfeier und naja, wie das so geht. Ne? In dem Haus von Eberhard Focke in der Emil-Weidmann-Straße. Die anderen jungen Männer, die ich kannte, bei denen fehlte mir immer dieser Naturaspekt. Also da passten wir wunderbar zusammen. Wenn man jetzt die ganze Ära Bore sich anguckt, dann muss man eben doch feststellen, dass zwar sehr gute fachornithologische Arbeit geleistet wurde, dass aber für den eigentlichen Zweck, nämlich den Naturschutz voranzubringen, in Bremen wenig erreicht wurde. Dadurch, dass man in der Natur viel unterwegs gewesen ist und gesehen hat, wie es in der Landwirtschaft zugeht, dass da Gifte eingesetzt werden, dass die Landwirtschaft intensiviert wird, dass entwässert wird, dass Straßen überall gebaut werden, auch durch wertvolle Gebiete. Da ist mehr und mehr das Bewusstsein entstanden, dass man etwas verändern muss in dieser Gesellschaft, ja. Also die ersten großen Entwicklungen hat im Verein Eberhard Focke angestoßen. Und das stand auch eng in Verbindung mit dem Aufkommen der Atomkraftwerke. Das war die Zeit der autogerechten Stadt und die Mozarttrasse stand vor der Tür. Also damals gab es die Straßenbahndemonstrationen und es gab politische Bewegungen an Schulen. Das war eigentlich die 68er-Generation. Das war aber wirklich rein sozialpolitisch orientiert damals. Die ökologische Problematik war überhaupt noch gar kein Thema. So 50er, 60er Jahre hat man gesagt, the solution of pollution is dilution. Ins Meer kippen. Und die Probleme in Japan oder die Krankheiten, die in Japan auftauchten, zeigten, wenn man auch etwas ganz stark verdünnt hat, wie das Cadmium, es wird von Organismen wieder angereichert, dann kommt es über die Fische wieder in die menschliche Ernährung. Und dadurch ist das Bewusstsein gewachsen, dass wir auch einen vernünftigen Meeresschutz brauchen. Und das war damals nach 1970, das war das europäische Naturschutzjahr, da lernten plötzlich Politiker das Wort Naturschutz auch kennen. Es kamen junge Leute nach, wie Joachim Seitz, andere, die nicht mehr Behördengläubigkeit hatten. Da war Walter Schröder aktiv. Die hatten Feuer im Hintern und die haben das organisiert mit der Fahrt, nicht, dass sie also Leute aus Verwaltung und Politik in bestimmte schutzwürdige Gebiete gefahren haben. Solche Gutachten, die man machen sollte, hatten meist einen bestimmten Zweck. Ich habe also ja das Gutachten übers Hollerland machen dürfen. Das sollte eine Bestandsaufnahme und habe gleich reingeschrieben, ich halte das Gebiet für naturschutzwürdig.
Und dann hat der damalige Bausenator, als wir das abgeliefert haben, noch bei mir angefragt, dass da so viel sei, könne er sich gar nicht vorstellen. Und ob wir das nicht noch etwas revidieren können. Da waren wir geladen zu einer Tagung an der Parkallee und da hielt Koschnek es für nötig, mit uns mal zu reden. Und dann hat er mir gegenüber diesen Satz dann gebraucht, so weit käme das noch. Dass Frösche und Kröten entscheiden, wo in Bremen gebaut wird. Es gab damals die Formulierung eines neuen Bundesnaturschutzgesetzes und einer bremischen Fassung dann, an der der Vorstand beteiligt war. Und da gelang es in Zusammenarbeit mit Brückner Bremen zu einem besonders fortschrittlichen Gesetz zu verhelfen, wo die anerkannten Naturschutzverbände auch dann ein Klagerecht erhielten. Was dann ja zu Überraschung der Politik relativ bald beim Niedervieland zur Anwendung kam. Und dann ging es aber los, dass der Senat nun seine Pläne umsetzen wollte, im Niedervieland großflächig anzufangen zu bauen. Ein großes Güterverkehrszentrum. Es war ein riesenhafter Eingriff und eine ganz kleine Fläche mit ein paar Teichen, das sollte der Ausgleich sein für diesen gewaltigen Natureingriff. Und dagegen hat dann der Gesamtverband Natur- und Umweltschutz unter Führung des BUND geklagt. Und es ist dann gelungen, ihm Teile des Niedervielands von einer Bebauung bis heute freizuhalten. Aber als ich dann 1982 in den Vorstand kam, war die Bilanz trotzdem ernüchternd, denn Bremen hatte 0,01% der Fläche als Naturschutzgebiet und lag mit weitem Abstand an letzter Stelle von allen Bundesländern. Die beiden, Walter Schröder und Joachim Seitz, trieben die Professionalisierung deutlich voran. Ich hatte bestenfalls nebulöse Vorstellungen davon. Er als Vorsitzender und ich als Mitarbeiter. Nicht wir beide, wir waren ein Team, wir haben jeden Tag miteinander telefoniert, so ungefähr. Es wurde ein richtiges Büro eingerichtet. Es fing ja an im Wohnzimmer von Eberhard Focke, da hatte ich auch immer seinen ersten Schreibtisch. Die Mitglieder, auch ältere Mitglieder, die waren doch überwiegend begeistert, ja, das, was passierte. Auch wenn es Leute gab, die so ein bisschen gegrummelt hatten, weil sie eigentlich immer wieder überfahren wurden, im Grunde genommen von der Dynamik von zwei Leuten, ja. Gerade so als Provokation muss man eigentlich ansehen, dass dann schon im Februar 83 einen Vorschlag kam, den Verein umzubenennen. Und dann haben wir eine solche Stimmung erzeugen können in der Versammlung, dass niemand mehr dagegen stimmen mochte. Auch nicht der, der vorher das als Verrat an der Bremer Naturschutzgesellschaft angesehen hatte. Gerold war ja kein Ökologe. Ich war ein Wissenschaftler und fühlte mich der Wahrheit verpflichtet. Also es gab zum Beispiel in diesem Hollerwald Pappeln. Das waren Hybridpappeln, die für die Streichholzindustrie immer angebaut worden sind. Und dort wuchs eine Orchideenart, die bei uns die einzige ist, die auf Ausdehnung war. Und er hat dann mit dem Baudirektor zusammen durchgesetzt, dass dieser Wald zum Naturschutzgebiet wurde. Das hätte ich als Wissenschaftler gar nicht sagen dürfen. Wir haben sehr viel eng zusammengearbeitet und dabei häufig genug Gerold auch die Führerschaft nach außen überlassen. Unerschütterlich, willensstark, beratungsresistent hat er seine Sachen durchgezogen. Vielfach auch im Alleingang. Das ist aber kein Umweltverband. Ein Umweltverband musste viele Akteure versuchen zu integrieren. Das muss auch gewählt werden und das fordert eine ganz andere Herangehensweise. Den richtigen Schlüssel für mich hat erst Tschernobyl gebracht. Es war ein sehr schöner Frühlingstag und doch, es lag irgendwie was Bedrückendes über der Landschaft, weil man das nun wusste. Nach Tschernobyl war alles anders. Ich habe am 2.1.1990 beim BUND angefangen. Wir hatten ja genau einen Computer. Also die halbe Stunde so, da kannst du jetzt deinen Text dann in den Computer eingeben. Und ansonsten arbeitet man ja mit einem Stift und Papier am Schreibtisch. Das ist ja heute kaum noch vorstellbar. Nach 2, 3, 4 Monaten habe ich dann eine eigene Pressekonferenz durchgeführt. Für uns war wichtig, wir leben nicht im Wolkenkuckucksheim, sondern wir müssen gucken, was ist eigentlich unter welchen politisch-gesellschaftlich-administrativen Umständen eigentlich umsetzbar. Kämpferisch auf der einen Seite, konfliktbereit, aber auf der anderen Seite auch kooperationsbereit und zuverlässig. Damals waren wir eher noch die Provokateure, die Exoten,
Die haben sie auch nicht ernst genommen. Dass man bei bestimmten politischen Gruppierungen auf Unverständnis stieß, das war klar. Die erste halbe Stunde ließen diese Leute Dampf ab und waren also mit Verbalinjurien schnell bei der Hand. Kommt gehört auch dazu, dass also manche Leute auch gar nicht in der Lage sind, für Phänomene in der Natur und für Tiere und Pflanzen irgendwelche Empathie zu entwickeln. Und dann trafen sie plötzlich auf Leute, die sich damit nicht abspeisen ließen und die immer wieder nachgehakt haben. Das waren große Konflikte, völliges Neuland für Behördenvertreter. Und das wurde dann immer mehr zu richtigen Gefechten. Wo die Fronten übel aufeinander prallten. Ne? In der Zeit, vor allem als ich dann im Vorstand war, hatte ich als eine der Hauptsachen am Anfang verkündet, es gilt nicht mehr viel Feind, viel Ehre, sondern wir haben Partner, manche mit denen wir besser können, manche mit denen wir nicht so gut können. Und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass es uns gelungen ist, in Bremen mit den Landwirten intensiver zusammenzuarbeiten. Wir haben uns aber auch eine bestimmte Position erarbeitet, dass wir nicht mehr nur in Widerstand gehen, sondern nach Lösungen suchen müssen. Zur Lösung gehört bei uns ja immer irgendwie der Handschlag beider oder gar mehrerer beteiligter Seiten. Und das wiederum führt dazu, dass man dann eben auch nicht 100% erreichen wird. Das heißt, Abstriche machen vom eigenen Ziel. Wenn das eigene Ziel aber durch den Glauben an das höhere Gerechte, also das moralisch Richtige getragen wird, birgt dieser Schritt einen Teil Misserfolg schon in sich. Muss man sich schon anstrengen, darin dann noch den Erfolg dann wirklich auch zu sehen, obwohl er da ohne Zweifel auch liegt. Ich war ja schon über 40. Ich habe also bis dato immer in der Wirtschaft gearbeitet. Die wollten ihr Büro da organisiert haben. Das ist immer so mit Ehrenamtlichen gemacht worden und das war ein ziemliches Chaos irgendwo. Ich war entsetzt. Ich war nicht entsetzt über den BUND oder über das Büro oder so, aber über die Art und Weise, wie gearbeitet wurde. Das war für mich Neuland. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Das hört nicht auf. Die haben eben einen anderen Tenor, die Leute. Das ist auch okay. Ich verstehe mich mit allen super gut. Wir sind vielleicht 200 Leute in Bremerhaven und davon sind ja nicht alle aktiv. Also von den 200 sind vielleicht 20 aktiv. Ich denke mal 50, die da wirklich immer aktiv sind. Man muss immer irgendwie ein Auge drauf haben oder die immer gut behandeln. Ne? Dass die kommen, dass die Sitzungen vorbereitet sind und dass die auch ein bisschen Kekse kriegen und Getränke und was weiß ich alles. Also. Nein, es ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Ne? Das ist also traumhaft, dass sowas über 30 Jahre sich also in dieser Weise darstellt. Was mir jetzt so Probleme macht in dieser ganzen Bewegung, dass man denkt, man macht etwas Gutes und dann hat es wieder die andere Seite, wo es wieder zu etwas Negativem wird. Mit den Biogasanlagen, wo man erst gedacht hat, okay, das ist super gut, die Gülle soll dafür benutzt werden, dass da Energien freigesetzt werden, die wir nutzen können. Und was ist passiert? Da wird gar keine Gülle benutzt, da wird der Mais dafür angebaut. Und was haben wir gemacht? Unsere ganzen Brutvögel gehen weg, die Wildschweine vermehren sich wie die Pest. Man fährt da nur durch Maisfelder. Das ist einfach ätzend. Das ist alles immer so zwiespältig. Wo ich denke manchmal, ja, was ist überhaupt noch richtig? Ich glaube, das Bewusstsein, dass alle irgendwo im selben Boot sitzen, hat inzwischen die Mehrheit dieser Gesellschaft erreicht. Naturzerstörung ist heutzutage ein ganz anderes Sakrileg als früher. Der BUND ist heute anerkannte Nummer 1 der Umweltverbände in Bremen. Ein Player in dieser Stadt. Ein Faktor. Also am meisten wünsche ich mir, dass es uns gelingt, diese Weservertiefung und den Verbrauch von Naturflächen in Bremen, ja, zu stoppen. Ich habe schon die Müllkippe in Bremerhaven erwähnt. Dann haben wir den Hafentunnel, die Küstenautobahn auch als Bremerhavener Thema. Dann wollen sie hier einen Offshore-Hafen noch bauen an der Weser. Wo ich natürlich Sorge habe, dass es mit der Energiewende unter der neuen großen Koalition nicht mehr so heftig vorangehen wird. Wir müssen es unbedingt schaffen, dass wir im Klimaschutz richtig zulegen, dass wir eine andere Form von landwirtschaftlicher Nutzung hinkriegen. Dass wir den Menschen beibringen, diese Natur zu achten. Das ist Schöpfung. Dass es immer aufmüpfige Leute gibt, die nicht alles mit sich machen lassen. Weil darin die eigentliche Stärke liegt. Das ist eine Professionalisierung alleine, wird es überhaupt nicht auf Dauer bringen.
noch mehr Erfolg bei der breiten Arbeit. Das ist das Wesentliche. Denn alles andere kommt daraus.